Hi, ich bin Paula und bin seit Beginn bei Zero Covid aktiv, weil ich die gegenwärtige Pandemiestrategie, Bekämpfung, wenn man sie überhaupt noch so nennen mag, für falsch halte und für tödlich. Während letzte Woche wieder neue Beschränkungen fürs Privatleben getroffen wurden, und PolitikerInnen sich wundern, warum die Zahlen nicht runtergehen, trotz Ausgangssperre, wird der wirtschaftliche Bereich weiterhin nicht angetastet. Das trifft im Besonderen die Menschen, die für diese Form der Politik dann herhalten müssen. Nämlich die, die in der Care-Arbeit arbeiten, in der bezahlten und unbezahlten Sorgearbeit, also die, die sich um die Kinder kümmern, während die Eltern arbeiten müssen, die sich um alte und kranke Menschen kümmern, die den Haushalt schmeißen, neben der Lohnarbeit oder auch als Lohnarbeit. Zum 8. März hat Zero Covid deswegen eine Hashtag-Kampagne gestartet, Hashtag Sorgegeschichten und Care-Paket, um von Menschen in diesen Bereichen zu fragen, was sie gerade brauchen, was sie über die gegenwärtige Situation denken und was ihre Forderungen sind. Folgende Geschichte, die uns von einer Sozialarbeiterin eingesendet wurde, möchte ich deswegen heute zum Tag der Arbeit vorlesen. Für mich zeigt sie einerseits das Versäumnis, die sogenannten systemrelevanten Berufe ausreichend gegen das Virus zu schützen und die Arbeitsbedingungen zu verändern und zu verbessern, so wie es auch vor der Pandemie schon hätte passieren müssen. Außerdem scheint hier auf, wie diese Sorgearbeit eben umfasst die Sorge um andere, genauso wie die Sorge um sich selbst. Ich zitiere: Insgesamt lässt das Engagement meines Arbeitgebers bezüglich Corona zu wünschen übrig. Immer wieder sitzen wir im Team zusammen und überlegen, wie wir die neuesten Corona-Richtlinien am Arbeitsplatz umsetzen können. Dabei schwingt immer die Sorge um die Gesundheit aller, aber auch das Wohlergehen unserer KlientInnen. Jugendliche mit unterschiedlichen Schwierigkeiten mit. Wie können wir die Abstands- und Hygieneregeln im Kontakt mit den Jugendlichen gut umsetzen, um uns und andere nicht zu gefährden? Unser Corona-Beauftragter, der in der Leitungsebene sitzt, hat sich bisher dieser Aufgabe leider stets entzogen. Als die erweiterte Maskenpflicht eingeführt wurde, erhielt jede Mitarbeiterin ganze 3 OP-Masken. Inzwischen sind es Gott sei Dank mehr, dennoch fühlen sich Einzelne im Team immer wieder unzureichend durch unseren Arbeitgeber geschützt.